Was sagen Wilde. Sie dazu? Wäre das nicht eher intermittierend? Ja. Doch. Ja, Doch, Schmerzen und kommen und gehen. richtig, ne? Hier würde ich sie nicht intermittierend sagen, weil die Schmerzen sind ja noch da. Also hier haben Sie diesen. Rezidivierenden. Nein. Wellenförmig, wellenförmig. Nein, rekurrent. Aha. Was ist der? Wir machen das hier gleich. Hier gibt es noch ein Problem. Aber was ist der Unterschied zwischen intermittierend und rezidivierend? Also bei rezidivierend würde ich argumentieren, dass die Intervalle länger sind als intermittierend. Bei rezidivierend würde man sagen, die Symptomatik geht tatsächlich komplett weg und kommt wieder. Also hier würde man tatsächlich sagen, hier müssen längere Pausen sein. Ja, dann, und die Pausen sind vielleicht auch unregelmäßig. Und das ist Aber bei 2 Tagen fast schon schwer. Also hier würde ich sagen, es müssen ein paar mehr Tage sein. Das wäre rezidivierend. Intermittierend ist kann eher, man grundsätzlich über die Schmerzen rezidivierend sagen? Gehört natürlich, das ein nicht Patient. zu Krankheitsbilden? Nein, Sie können sagen, Patient hat eine rezidivierende Schmerzsymptomatik. Sie müssen rezidivierend nicht nur auf eine Erkrankung beziehen. Also, das ist, also Ihre Idee ist gut. Also, Ihre Idee ist eigentlich, Krankheiten sind rezidivierend und Schmerzen oder Beschwerden sind intermittierend. Richtig? Ist das Ihr Vorschlag? Naja. Ja, das ist eine Idee. Ich finde, das ist auch ein gutes Argument. Aber Ich denke, kann nachdem, beides gehen. Kann, die Krankheit kann ja, mit dem, die, alle Beschwerden kann intermittiert sein oder rezidivierend ja, sein. ja, ja, Genauso wie Multiple ja, Sklerose. ja. Also wir sind jetzt in einem Bereich von wirklich, ja, das brauchen Sie so nicht differenzieren. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Begriff, was hier drin steckt. Hier steckt ja das Rezidiv drin. Und also intermittierend ist lateinisch für mit Unterbrechung. Ja? Und mit Unterbrechung ist jetzt die Frage, das können Sie eigentlich sehr gedehnt einsetzen. Rezidiv bedeutet.